Dieses Spiel hier hat für einen Firmenrekord gesorgt. Die in der letzten Woche erschienene Städtebausimulation City Skylines ist nach eigenen Angaben das erfolgreichste Spiel des schwedischen Publishers Paradox Interactive. Innerhalb von nur 24 Stunden sollen 250.000 Exemplare verkauft worden sein, weltweit. Einen solchen Wert hatte bislang kein anderes Spiel des Herstellers erreicht. Bei City Skylines baut der Spieler eine virtuelle Stadt auf, ähnlich wie beim EA-Konkurrenten SimCity. Auch die Fachpresse ist sich einig, es ist die beste Städtebausimulation seit Jahren. Viele Gaming-Magazine vergaben mehr als 90 Punkte. Ihr Können beweisen durfte Paradox Interactive schon mit der Cities in Motion-Reihe. Die kam bei den Spielern richtig gut an.